bitte. Wichtig! Straßenverkehrsordnung, rechte Fahrbahnseite gilt heute als oberstes Gebot. Und das hören Sie noch einmal kurz vor dem Start von mir. Martin Schoner, bitte um ein paar Worte von der Tourismusverband und der wunderschönen Adelsregion. Herzlichen Dank und wunderschönen guten Morgen. Wettergott hat es jetzt mal sehr gut mit uns gemeint und das freut uns, dass also hier alle so zahlreich da sind und was für uns auch ganz, ganz wichtig ist und das möchte ich jetzt gleich im Vorhinein sagen, also herzlichen Dank den ganzen beteiligten Helfern, die hier da dies alles möglich gemacht haben. Heinrich, Thomas Kreidl, Martin Schoner, Walter Ecker, Herr Windelrundfahrt. Ja, das ist schon lange her, früher war ich schon dabei. Ja. Bist immer noch diesem Team treu geblieben, vielleicht wird einmal eine Lizenz lösen oder wie schaut es aus? Ja, gern, von mir Meisterstunde Show. So ein Haufen Anhänger da. Mir gefällt es da im Team und schauen wir mal, was das Jahr bringt. Ja. Wie schon Karl Heinig erwähnt hat, eine reine Marathonsieger und Stefan Weirater, ein Bürgermeister der Bezirkshauptstadt im Stil. Soll uns jetzt nicht berühren, aber dort werden die Radfahrer dann auch teilweise stehen bleiben. Und es wird hinunter über diese Panoramastraße und Kanzelkehre rhythmisch schnell gefahren. Wenn das Feld mit 50, 60 km/h hinunterfährt, werden wir es nicht bremsen. Die 74. Super. Bravo.
Ja, wir haben 290 hat das Ziel auch erreicht hier. Auch hier wird noch gekämpft, wer den Sprint von diesem zweiten Hauptfeld gewinnt. Es ist die Nummer 205. Ja, jeder Einzige über sich selbst hier. Großartige Fahrt, großartige Rennen hier. Seine 5, Engelmann Silvio aus Deutschland. Ja, Schickens 91.024. Wir kommen aber nicht die gleiche Zeit durch die elektronische Zeitnehmung. 5,49. Ah, die 5,45 und die 5,46. Ecke Wolfgang. Ja, Ecke Wolfgang. Ecke Wolfgang. Klaus. Er hat es auch geschafft. 8,75. Schauen wir mal, wie das geht. Das schnell auseinander geht. Und die 4,71 vor 4,21 gewinnt hier diesen Sprint der Verfolger. 4,71. Torre Petar aus Kroatien. Ui, ja, international natürlich. Ja, der ist der Ehrgeiz noch groß, die 5,37. Sind wir rein. 5,37, Kunstling Dennis vom Team Aloha Rosenheim. Schauen wir mal, wo wir weg. Wir warten dann auf die schnellste Dame, wird aber etwas dauern, ist das schon in 9,39. Von diesem Verfolgerfeld hier, es ist die 598 vor 478. Gratulation an alle Fahrer, die hier kommen. Herzliche Gratulation. Böhm Jürgen, 598, Böhm Jürgen aus Deutschland. Jetzt kommen Sie rein hier. Ja. Da kommt Freude auf. Die 29 und die 661, gemeinsam gehen sie. Ja. Das sind faire Sportler, meine Damen und Herren. Das sind... Werden die Namen gleich aufsuchen dann? 1556, da. Peter Schütz. Eine Dame wieder mit der 1046 und Roman Lehninger, der Hofmann von der Ahnung im Unterland, Bildauer. Und die Gerardi Laura. Ja. Jetzt kommen die schnellsten Damen herein. Schauen wir mal, wo die nächste Dame hier. Bei der Firma Westberg gibt es warme Getränke und Duschmöglichkeiten. Vital Silvio aus der Schweiz kommt. 89 ab. Ja, da kommt ein ganz großes Paket hier. Zeichenheit natürlich elektronisch genommen hier. Jeder bekommt natürlich seine Zielzeit. Elektronische Teilnehmung. Das wäre die Schuber Susanne, die 931. Forster Michael. Ein Dreierpaket. Applaus für diese Wurst. Ja, und für Sie kennst du gemacht, da unten den meisten Radmaradons dabei. Beide von den Mitteln und Damenheimer. So, ja, es freut uns ganz besonders, dass die Zuschauer immer noch ganz aktiv natürlich haben. Wir den Fahrern, die hier reinkommen. Jeder einzige über sich selbst. Da. Jeder ein Ziel über sich selbst, also tolle Leistung, die diese Burschen am Himmel vollbringen hier. Über 160 Kilometer.